Die große Schwierigkeit ist, dass wir nicht wirklich oder noch nicht wirklich bewerten können, was in den letzten 6 Jahren oder 7 Jahren, 2007 ging ja die globale Finanzkrise los, passiert ist und ob das immer die richtige Politik, die richtigen Maßnahmen waren. Ich glaube, was man bisher sagen kann, ist, dass wir es besser gemacht haben als 1929, auch von der Geldpolitik her. Wir wissen heute aus vieler Forschung, auch von Wirtschaftswissenschaftlern, dass ein großer Fehler in der großen Depression 1929 und in den Folgejahren die Geldpolitik war, dass sie zu restriktiv war, dass sie nicht genug Liquidität gegeben hat, dass sie nicht genug Banken, Finanzinstitutionen geholfen hat, mit diesem Credit Crunch, also mit der Abnahme der Liquidität umzugehen. Den Fehler haben wir nicht wiederholt. Manche sagen, vielleicht hätten wir noch mehr tun sollen. Andere, vor allem in Deutschland, sind sehr kritisch und sagen, wir haben viel zu viel getan. Die langfristigen Risiken sind zu hoch. Meiner Ansicht nach müssen wir Maßnahmen immer so bewerten, dass man sagt, als sie getroffen wurden, mit dem Informationsstand, den wir hatten, war das die richtige Entscheidung. Und da bin ich überzeugt, dass wir auch in 5 oder in 10 Jahren sagen werden, ja, es waren die richtigen Entscheidungen. Man hat sicherlich den einen oder anderen Fehler begangen. Aber nachher kann man das immer leichter sagen, weil man die Erfahrung gemacht hat. Die Hoffnung ist sicherlich, dass wir früher oder später wieder dahin zurückkommen, wo wir Anfang der 2000er waren. Nämlich, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen deutlich erhöht, die Nichtstandardmaßnahmen, die Liquiditätsvergabe, die Sicherheitenrahmen wieder anpasst, wieder normalisiert. Das ist der Wunsch, das muss auch das Ziel sein. Ich sage früher oder später, denn das hängt sehr davon ab, wie sich die wirtschaftliche Situation in der Eurozone entwickeln wird. Und wenn sie weiterhin so ist wie im Augenblick, dann wird es sicherlich noch dauern, denn im Augenblick sind wir immer noch in einer so schwierigen und tiefen Krise, dass wir auf absehbare Zeit sicherlich nicht von einem Exit, von einem Rückkehr zum Normalzustand reden können. Was die Europäische Zentralbank gemacht hat mit ihren Maßnahmen, ist effektiv, kurzfristige Risiken zu vermeiden oder zu lösen, indem es massiv Liquidität an Banken gegeben hat, auch zum Teil selbst Sachen aufgekauft hat, Staatsanleihen durch das S&P-Programm, Covered Bonds durch ein anderes Ankaufprogramm und hat damit sicherlich kurzfristig die europäische Wirtschaft ein ums andere Mal von der Klippe zurückgezogen. Also ich denke, kurzfristig war es sehr effektiv, sehr erfolgreich. Allerdings auf Kosten von langfristigen Risiken. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist eine ganz klare Verlagerung, ganz klarer Trade-off zwischen kurzfristigen und langfristigen Risiken. Wir haben enorm viel Liquidität im Finanzsystem, das leider immer noch zu wenig genutzt wird, um Kredite an Unternehmen, an die reale Wirtschaft zu geben. Zu viel, was immer noch im Finanzsystem, in Finanzmärkten bleibt. Man sieht es an der Entwicklung zum Beispiel in Aktienmärkten, die natürlich sich im letzten 1, 2 Jahren hervorragend entwickelt haben, obwohl die wirtschaftlichen Bedingungen das sicherlich nicht erklären würden, denn auch Wachstum in Deutschland war ja im letzten Jahr sehr, sehr schwach. Aber hier sieht man dieses Risiko, dass sich natürlich diese hohe Liquidität in Inflation von Vermögenspreisen zum Beispiel widerspiegeln könnte und ganz langfristig vielleicht auch in Risiken für Inflation von Konsumentenpreisen. Diese Risiken bestehen, auch dass Banken, die nicht nachhaltig sind, am Leben erhalten werden. Also all das sind Risiken, die existieren. Alle schauen auf die EZB und sagen, was wird sie als nächstes tun? Muss sie mehr tun? Muss sie weniger tun? Und man ignoriert eigentlich dabei, dass die Verantwortung in vielerlei Hinsicht eher bei der Wirtschaftspolitik liegt, bei den Regierungen wichtige Strukturreformen umzusetzen. Die Bankenunion muss jetzt umgesetzt werden und auch so implementiert werden, dass sie nachhaltig ist, dass man ein klares Konzept hat, zum Beispiel für einen fiskalischen Backstop, wie es aussehen soll, wenn Banken in Probleme bekommen. Das zweite große Problem sehe ich, dass wir im Augenblick zumindest in Deutschland immer davon reden, ach, wir müssen wieder zu einer Normalsituation zurück, die Zinsen sind zu niedrig, die Niedrigzinsphase hat zu hohe Kosten für den deutschen Sparer. Wir können nicht mehr Vorsorge fürs Alter oder für andere Dinge leisten, weil die Zinsen so niedrig sind und wir niedrige Rendite bekommen. Aber ich glaube, das, wo wir
im Augenblick das Augenmerk drauf richten sollten, ist die Frage, wie verlaufen die nächsten 2, 3 Jahre? Werden wir weiterhin schwaches Wachstum haben in der Eurozone? Und vor allem, was ist das Risiko der Deflation? Und das ist ein Thema, das meiner Ansicht nach im Augenblick noch zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird. Denn wir sehen, dass die Inflation deutlich gesunken ist. Wir liegen im Augenblick bei 0,7, 0,8% Inflation, jährlicher Inflation. Die Europäische Zentralbank hat ein Ziel von 2% oder etwas unter, aber nahe an 2%. Wir sind also weit davon entfernt. Meine Sorge ist, dass die Erwartungen nicht mehr gut verankert sind. Also die Märkte, Unternehmen, privaten Haushalte erwarten signifikant niedriger Inflation, als was die EZB als Preisstabilität definiert. Und die Kosten eines solchen Szenarios, eines solchen Deflationsszenarios sind so enorm hoch für die reale Wirtschaft, dass man das unbedingt ernst nehmen muss und auf dieses Risiko hinweisen muss und auch sich dagegen eine Versicherung oder eine Absicherung verschaffen muss. Ich bin überzeugt, dass das Mandat der Zentralbanken sich in den nächsten 10 Jahren doch deutlich verändern wird. Wir haben so über die letzten 40, 50 Jahre sind wir durch verschiedene Phasen durchgegangen. 60er Jahre war ein klarer Fokus auf das Bretton Woods System. Man hat also fixe Wechselkurse global gesehen, auch zwischen Deutschland, anderen europäischen Ländern, USA. Das hat man aufgegeben. Dann hat man 70er, 80er Jahre sehr stark auf Geldmenge, auf Liquidität geschaut und gesagt, das wollen wir eigentlich kontrollieren oder stabilisieren. Und die Erfahrung war im Großen und Ganzen negativ. Die Bundesbank ist sicherlich eine Ausnahme, die hat das Ganze hervorragend gemacht und besser als die meisten anderen Zentralbanken. Aber global gesehen war die Erfahrung, dass das zu schwierig ist. Man ist dann seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre dahingegangen und gesagt, wir wollen eigentlich nur ein Ziel haben, das ist Inflationsstabilisierung, Preisstabilität. Hat dann das als einziges Ziel ernannt und das ist so eine richtige, ein richtiger Boom oder richtige Fashion geworden in den letzten 25 Jahren. Fast alle Zentralbanken verfolgen eine oder andere Form von Inflation Targeting, also wo man sich rein ausschließlich auf Preisstabilität fokussiert. Ich denke, wir werden jetzt in der Zukunft wieder breiter über das Mandat sprechen, sagen, muss eine Zentralbank erstens nicht ambitiöser sein, andere Ziele mitverfolgen und zweitens und vielleicht wichtiger, kann es überhaupt Preisstabilität garantieren, indem sie andere Komponenten, Finanzmärkte, Finanzstabilität, Vermögenspreise, auch Fiskalpolitik komplett ignorieren kann. Und da wird mit Sicherheit die Antwort, oder wissen wir heute, dass die Antwort nein ist. Man kann es nicht ignorieren, man muss es mit berücksichtigen. Und dann neue Wege zu finden, zu sagen, wie kann man die Geldpolitik optimal ausrichten mit einem klaren Mandat, das transparent ist, glaubwürdig ist, was die Zentralbank auch erreichen kann. Und was sind die Instrumente, die sie dafür braucht?